Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind jetzt angekommen in Aschaffenburg. Guckt euch das an, Straight Outta Budapest mit dem roten T-Shirt. Und was macht man, wenn man in Aschaffenburg ist? Man geht zum Aschaffenburger, hausgemachte Burger oder auch Burger gesagt. Und hier gibt es auch einen Burger, der Aschaffenburger heißt. Wir wollen euch mal kurz hier das in Eingangsbereich zeigen. Aschaffenburger, hausgemachte Burger. Da nochmal das Logo. Hier ist der Tisch, ne? Da steht auch schon das Kellerbier. Jetzt werden wir mal einen Schluck von dem Kellerbier probieren. Sitzen extra draußen, dass wir niemanden stören. Wollen eigentlich den Biala besuchen, aber heute ist Freitag, Anreise, Hotel, Jetlag, erstmal Essen suchen, morgen dann Biala. Morgen müssen wir einen Biala einfach nochmal hier mit hernehmen, den Grund erfahrt ihr gleich. Es gibt nämlich hier einen Monster Burger, den wir mit ihm testen wollen. Jetzt erstmal einen Schluck von dem guten Kellerbier, ne, mit Schaumkrone. Wenn Pupsi dann die Karte wieder rausgibt, guck mal, Schaummund, dann gucken wir mal uns kurz die Karte an. Hier noch Bacon und Chili drauf ist, möchte ich heute mal den normalen Aschaffenburger probieren. Ich glaube, das Restaurant, darf ich Sie kurz unterbrechen? Nein. Ich glaube, dieses Restaurant ist sehr, sehr gut. Ich kann Ihnen das wirklich empfehlen. Ja, deswegen sitzen wir ja hier. Also eigentlich habe ich gerade ja schon mal die Karte gefilmt und habe das aufgenommen, aber da kam so ein Mädchen an und hat dann hier einfach so reingeschrien. Das fand ich lustig, die hat aber nur gesagt, der Laden ist gut, ne? Jetzt sitzen wir also hier, haben gleich den Burger bekommen und ich möchte euch mal kurz zeigen, um was es überhaupt geht. Aschaffenburger habe ich mir einmal gegönnt jetzt. Der Aschaffenburger, dreimal Beef, dreimal Cheddar, dreimal Bacon, hausgemachte Chili con Carne, 17,90 Euro und Pupsi hat sich die Pommes Deluxe mit hausgemachte Chili con Carne, Jalapenos und Surcream gegönnt. So, das sind schon mal die Pommes mit Chili con Carne, mit Jalapenos, mit Surcream. Die sehen auf jeden Fall wunderbar aus. Ich stelle euch jetzt auch mal hier auf mein Bierglas und dann werde ich die mal probieren. Davon kommt ja das Wort Bier, vom Probieren. Ist auch cool, wie das serviert wird, dass das Schälchen hier auf so einem, was ist das, eine Schiefer, ist das eine Schiefertafel? Das wird auf jeden Fall darauf serviert. Wir nehmen mal den Bottich. Ich wollte es eigentlich unten anfassen, aber irgendwie ist es so heiß. Da schmilzt mir die ganze Pfote. Ich probiere einfach mal etwas von dem Surcream. Eine Jalapeno, die da drauf liegt. Etwas von dem Chili con Carne. Und dann hier so eine Pommes hinterher. Ist auf jeden Fall sehr würzig, bringt auch gut Schärfe mit, sage ich mal. Pommes schön knusprig. Das muss ich aber jetzt zu Pupsi rübergeben, die hat nämlich verdammt Hunger. Ich glaube, die bringt mich gleich um, wenn ich ihr Essen nicht gebe. Hier Pupsi, einmal für dich. Schmeckt gut, oder? Ja, sehr gut. Und jetzt kommt er hier, guckt euch den an, der Aschaffenburger, Aschaffenburger, wie auch immer. Auch mit Chili con Carne drauf und Bacon, dreimal Fleisch, dreimal Käse. Den stelle ich jetzt hier hin. Den filme ich jetzt natürlich auch nochmal von vorne ab, dass man sich den angucken kann. Der Aschaffenburger. Das sind also drei Fleisch-Patties. Und morgen gibt es dann 10 beim Aschaffenburger Deluxe. Wie isst man den jetzt wieder? Das ist das Problem. Guckt euch das an, wie hier das Chili con Carne runterläuft, der Bacon drauf. Nimmt man den in die Hand, drückt man den zusammen, versucht dann reinzubeißen. Wir können es mal probieren. Sieht auf jeden Fall sehr saftig, sehr gut aus. Bisher war immer noch das Beste mit, was ich hatte, dieser Quintuppel mit fünffach Fleisch drauf und allem drum und dran. Auch als Chili-Cheese-Variante so ähnlich. Der war auf jeden Fall auch richtig genial. Nehmen wir den Spießer hier raus. Wir nehmen den einfach jetzt in die Hand. Guck mal, wie weit der Mund aufgeht. Nehmen den in die Hand, versuchen einfach mal hier rein zu beißen, in den Prügel, vorne an die saftigste Stelle. Auf jeden Fall heiß. Heiß und saftig.
heiß und saftig und fettig und käsig. Also das macht wirklich satt, glaube ich. 10 Stück davon, ich frage mich, wer das essen soll. Jetzt so eine Pommes dazu, das wäre auf jeden Fall richtig genial. Wir beißen aber nochmal hier rüber, denn hier drüben ist etwas von dem Chili. Da kommt mir Pommes angeflogen von ganz alleine. Wir beißen nochmal hier rüber in die größere Hälfte, wo die Bohnen rumfliegen von dem Chili con Carne. Sowas vermisst man einfach bei uns. Bei uns gibt es einfach solche Burger nicht. Bei uns, egal wo ihr hingeht, ihr habt immer nur diese normalen Cheeseburger, Hamburger bei den ganzen Dönerläden. Aber wir haben kein einziges Burger-Restaurant bei uns, wo man so dicke, fette, saftige Burger essen kann. Ich hoffe, der Romantik freut sich und sieht das. Der will immer, dass ich Burger esse. Pupsi will gleich auch noch probieren. Ich beiß nochmal hier hinten rein schön, wo der Bacon noch raushängt. Guckt euch das an, auch schön knusprig und fettig. Bacon dazu. Habt ihr jetzt Hunger bekommen, wollt ihr auch einen Aschaffenburger, dann kommt mal nach Aschaffenburg zum Aschaffenburger. Burger, wie auch immer, gönnt euch den Großen, gönnt euch den Kleinen, gönnt euch alles. Auch die Pommes, sehr gut. Wie gesagt, sehr fleischig, sehr kräftig im Geschmack. Pupsi sagt auch, ist lecker. Kommt vorbei, wenn ihr mal da seid, wenn der Biale euch einlädt oder so, nach Aschaffenburg. Fahrt da einfach mal hin und esst einfach ohne ihn. So müsst ihr es machen. Ich freue mich auf morgen auf jeden Fall, wenn wir noch den Großen probieren. Den können wir bestimmt nicht in die Hand nehmen, nicht reinbeißen, aber der wird sicherlich genauso lecker und saftig sein. Leider dann ohne Bacon und ohne Chili con Carne. Aber ich habe hier auch so sehr diesen Fleischgeschmack, dass ich von dem Chili con Carne eigentlich gar nicht so viel mitbekomme. Aber das vielleicht diese Schärfe am Ende ausmacht. Ich bin gespannt auf morgen. 10-mal Fleisch, 10-mal Käse, Aschaffenburger Deluxe. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.